Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meine Neuzugänge aus dem Monat Februar für euch. Es waren insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher, die diesen Monat bei mir eingezogen sind. Eigentlich wären es 8 gewesen, aber fragt mich nicht, wie das passiert ist. Das Buch ist auf dem Postweg verloren gegangen und ich habe es nicht privat gekauft, sondern von einem, ja, ich nenne es einfach mal einem Dienstleister, wo das eigentlich nicht passieren sollte. Und ja, das Buch wird auch im Februar nicht mehr ankommen. Von daher werde ich es euch einfach im Monat März zeigen. Aber die anderen 7 Bücher möchte ich euch heute gerne vorstellen. Und das erste davon hat tatsächlich auch heute Release Day. Das Buch liegt ja schon eine Weile bei mir, weil ich es als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und ich spreche von Honesty, was die Wahrheit verbirgt. Kommt heute auf den Markt, also ab heute könnt ihr es auch lesen. Und ich habe es auch schon gelesen. Es wird auch im Laufe des Tages noch ein Post auf Instagram dazu kommen. Und ja, mehr möchte ich darüber eigentlich gerade gar nicht sagen. Ich möchte den Klappentext für sich sprechen lassen und meine Meinung werde ich euch natürlich in meinem nächsten Lesemonat kundtun. Die Wahrheit ist unantastbar. Nach der großen Pandemie und einem erbitterten Krieg herrscht in Zestebei vollkommener Frieden. Eine allgegenwärtige KI sorgt für die Bevölkerung. Lügen gehören der Vergangenheit an, genau wie jene Emotionen, die Menschen unbedacht handeln lassen. Misstrauen, Eifersucht oder Wut. Nur May spürt diese verbotenen Gefühle. Gefühle, die sie ihr sicheres Leben kosten könnten. Als sie in das Partnerschaftsprogramm der Regierung gesteckt wird, steht sie unter strengster Beobachtung. Sie tut alles, um nicht aufzufliegen, wäre da nur nicht dieser gefährlich attraktive Typ mit den frostblauen Augen, der sie immer wieder provoziert. Bis er ihr ganzes Weltbild mit einem einzigen Satz zum Einsturz bringt. Ebenfalls im Februar eingezogen ist My Lucky Star und das habe ich tatsächlich auch anfangen wollen zu lesen, also da liegt schon ein Lesezeichen drin. Ich benutze ja meine eigenen Lesezeichen, habe ja nur 380.000 davon. Ja, wollte jetzt anfangen zu lesen, weil es so eine typische Bettlektüre für mich ist. Jeden Abend so 2, 3 Kapitel noch im Bett lesen. Aber irgendwie, ja, habe ich dann die ganze Zeit immer an meinem Handy rumgedaddelt, anstatt zu lesen. Ja, und dementsprechend liegt es noch ungelesen hier. Ich werde das aber ganz zeitnah nachholen, weil ich mich auf die Geschichte schon sehr, sehr freue. Und wie man auch an der Aufmachung sieht, es ist halt einfach wieder so eine schöne Goldman-Rom-Com. Und ja, das sind für mich irgendwie Bettlektüren. Ich weiß nicht warum, ich lese sowas unheimlich gerne abends noch im Bett, weil es nicht zu übertrieben aufregend ist. Also es ist kein Fantasy, wo gekämpft wird, es ist kein Riesen-Riesen-Riesendrama. Es ist einfach schön zu lesen und deshalb finde ich das vorm Schlafengehen recht entspannend. Kostümdesignerin meets Serienstar und ein Kuss vor laufender Kamera verändert alles. Das Leben von Marlo Banks steht Kopf. Ihre Verlobung endet in Desaster. Ihr Studienkredit ist fällig und beruflich steckt sie in der Krise. Als Kostümdesignerin erhielt sie zuletzt vernichtende Kritiken. Marlo flieht aus New York und nimmt in L.A. einen Job als Produktionsassistentin bei einer Fernsehserie an. Dort sortiert sie Socken und kümmert sich um den verwöhnten Hund ihrer Chefin, bis ein unglücklicher Zufall sie zu einem Kurzauftritt als Komparsin zwingt. Dabei fängt die Kamera einen intensiven Blick zwischen ihr und Angus Gordon ein, dem Star der Serie Heartsteiner. Die Fans sind begeistert. Tatsächlich war Marlo nur wütend auf den arroganten Bad Boy. Von erotischem Knistern keine Spur. Doch nun soll ausgerechnet sie der Love Interest von Angus im Staffelfinale werden. Die nächsten beiden Bücher, die ich euch zeige, sind tatsächlich auch gerade Currently Readings von mir. Das eine habe ich gestern angefangen. Das andere lese ich gerade im Buddyread mit ein paar anderen Bookstagrammern. Und eine davon ist schon fertig. Und die anderen, ja, wir dümpeln noch so ein bisschen vor uns hin. Aber ich denke, dass das Buch im Laufe der nächsten Tage auch von meinem Currently Reading Stapel zu meinem gelesen Stapel wandern wird. Ich würde es eigentlich gerne noch diesen Monat beenden. Ja, der Monat endet morgen. Ja, aber ich werde es vielleicht versuchen noch zu beenden, damit ich es einfach nicht mit in den neuen Monat schleppe. Doch von welchen Büchern spreche ich eigentlich? Der Buddyread ist natürlich Godkiller. Das habt ihr auf Instagram wahrscheinlich auch schon verfolgt. Also wir haben nicht mehr viel vor uns. Das werde ich wohl in einem Rutsch durchlesen. Aber ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Aber unsere Gruppe dümpelt nicht umsonst so vor sich hin.
Ich sag's mal ganz vorsichtig. Ich werde es natürlich dann auch wieder im Lesemonat berichten. Es ist vom Klappentext her eine super gute Story. Und ich denke, Fantasy-Fans werden das auch mögen. Aber es gibt so ein paar Punkte, über die ich dann eben im Lesemonat sprechen möchte, weswegen wir eben nicht so schnell durchkommen, wie wir das gerne würden. Die unaufhaltsame Kissen hat das Töten von Göttern zu ihrem Beruf gemacht. Doch eines Tages trifft sie auf einen Gott, den sie nicht töten kann. Scatiseth, der Gott der Notlügen. Er ist an das junge, adlige Mädchen Inara gebunden, das ohne ihn sterben würde. Gemeinsam müssen die drei nach Blenraiden reisen, die letzte Stadt, der es noch wilde Götter gibt. Der ehemalige Ritter Elogast hat dasselbe Ziel, aber auch ein großes Geheimnis. In seinen Händen liegt das Schicksal des Landes. Nichts ahnend, was im Zentrum von Blenraiden lauert, tritt die ungleiche Gruppe ihre Reise an. Und das andere Buch, von dem ich gesprochen habe, ist Secretly Yours. Das bin ich auch gerade am Lesen. Es ist kein Lesezeichen drin, weil ich es tatsächlich als Hörbuch auf Nextory höre. Aber ich sollte da vielleicht auch irgendwann mal ein Lesezeichen reinmachen, falls ich doch das Buch zwischendurch in Papierform weiterlesen möchte. Das Buch zieht mich momentan zwar wegen dieser ganzen Weinberg- und Weinthematik ein bisschen runter, aber die Geschichte ist einfach schön zu lesen und ja, dazu werdet ihr wahrscheinlich dann im Lesemonat März mehr erfahren. Aber ich kann so viel sagen, ich mag den Schreibstil von Tessa Bailey unheimlich gern und wer es ein bisschen spice-lastig mag, der ist da auf jeden Fall sehr gut mit bedient. Alles beginnt mit einem vergessenen Kuss und einem geheimen Liebesbrief. Hallie Welch war ein Teenager, als sie sich in Julian Voss verliebte und der beinahe Kuss im nächtlichen Weinberg seiner Familie war der romantischste Moment ihres Lebens. Doch Julian verließ kurz darauf die Stadt und die beiden haben sich nie wieder gesehen. Bis heute. Julian, inzwischen ein angesehener Geschichtsprofessor, ist zurück auf dem heimatlichen Weingut, um ein Buch zu schreiben und Gärtnerin Hallie wird engagiert, um die Blumenbeete des Anwesens zu bepflanzen. Vorfreude, Nervosität und Schmetterlinge im Bauch, das fühlt Hallie vor diesem Treffen. Und Enttäuschung, Wut und Hummeln im Hintern danach, denn Julian erinnert sich nicht an sie. Nur warum? Antwort, der Wein ist schuld. Musste sie ihm deshalb ihr Herz in einem anonymen Liebesbrief ausschütten? Dann durfte natürlich auch die freien Fortsetzung der Bryn Mawr University hier einziehen. Ich habe das erste Buch ja auch direkt zum Release gelesen. Das zweite habe ich auch zum Release gelesen, da ist auch schon ein Post zu bei Instagram online. Ja, also wenn ihr da mal irgendwie auf dem neuesten Stand von meinen Currently Readings und Co. sein wollt und nicht immer auf das Neuzugänge-Video oder ein Lesemonat-Video warten wollt, dann geht auf jeden Fall mal zu Instagram und ja, da bin ich natürlich auch unter canismenorart_books zu finden und da seht ihr auch in meinen Stories immer, was so daily hier passiert. Aber weiter zum Buch. Dominik hat einen unfassbar schönen Schreibstil und wer ja auf dieses ganze Dark Academia Setting, das diese Bryn Mawr University trotz allem versprüht steht, der sollte sich die Reihe auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und ich bin ja sowieso auch immer so ein Fan von verbotener Liebe und der Untertitel Versuchungen sagt ja schon einiges darüber aus. Aber jetzt würde ich euch natürlich den Klappentext vorlesen. Eine Liebe gegen alle Regeln. Für Nate beginnt das neue Semester an der Bryn Mawr University mit einem riesengroßen Schock. Denn plötzlich steht Lucas wieder vor ihm. Derselbe Lucas, dem er in den Semesterferien zufällig in London begegnet ist und mit dem er eine leidenschaftliche Nacht verbracht hat. Nur ist Lucas jetzt Dr. Lucas Murphy, sein neuer Dozent. Sich hier in Bryn Mawr wiederzusehen als Student und Dozent, schlimmer hätte es kaum kommen können. Zuerst zwingen sie sich die beiden, Abstand zu halten. Nur wird das mit jedem Tag und mit jeder weiteren Begegnung schwieriger. Doch wenn sie der Versuchung erliegen, könnte das ihre Zukunft zerstören. Zum nächsten Buch gibt es eine relativ lustige Story, also für mich lustig. Ich habe die ganze Zeit so bei allen Buchhandlungen so Kreise um dieses Buch gezogen, weil ich dachte, ach, kaufst du es nicht. Du hast es direkt auf die Wunschliste gepackt, als du davon gehört hast. Und so viele Bookstagrammer und Booktalker schwärmen auch von dem Buch, weil die es schon auf Englisch gelesen haben. Und ja, ich warte ja mal, bis der deutsche Titel rauskommt, weil ich zwar sehr gut Englisch spreche, dadurch, dass ich viele englischsprachige Freunde habe, aber es mir trotzdem nicht zutraue, Fantasy-lastige Bücher in Englisch zu lesen, weil ich immer denke, ich verstehe irgendwas nicht und dann verstehe ich den Zusammenhang nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam jetzt die Übersetzung zu Once Upon a Broken Heart
auf den Markt. Und ja, ich bin die ganze Zeit in der Buchhandlung drumherum geschlichen, habe bei Thalia auch schon überlegt, ob ich mir es bestellen soll und habe es dann irgendwie aber nicht gemacht. Und dann habe ich für eine Freundin ein Geschenk gesucht und dachte so, ach, das wäre ja eigentlich ein schönes Buch für sie. Und hat überlegt, ob ich mir es dann auch direkt mitbestelle. Und dann habe ich es aber doch nicht gemacht, weil ich ein anderes Buch für sie gekauft habe. Und ein paar Tage, keine Ahnung, eine Woche, zwei später vielleicht, kam auf einmal die Bestätigung von der Bücherbüchse, dass ich hier dieses Buch anscheinend vorbestellt hatte. Oder war es die Bücherbüchse oder war es Chest of Fandoms? Ich bin mir gerade unsicher. Nein, ich glaube, es war die Bücherbüchse. Und dann habe ich mir so innerlich gedacht, wie doof bist du eigentlich, dass du Bücher vorbestellst und dich nicht mehr daran erinnern kannst, dass du es getan hast. Ich hätte also dieses Buch beinahe zweimal hier im Regal gehabt. Einmal mit und einmal ohne Sonderverabschnitt. Evangeline Fox hat immer ein Happy End geglaubt. Sie erfährt, dass die Liebe ihres Lebens kurz davor steht, eine andere zu heiraten und ihre Träume von jetzt auf gleich zerplatzen. Um die Hochzeit noch rechtzeitig zu verhindern und ihr eigenes verletztes Herz zu retten, sieht Evangeline nur einen Ausweg. Sie muss einen Deal mit Jax, dem charismatischen, aber niederträchtigen Prinzen der Herzen, eingehen. Als Gegenleistung für seine Hilfe fordert Jax 3 magische Küsse, deren Empfänger und Zeitpunkt er bestimmt. Doch bereits nach ihrem ersten versprochenen Kuss muss Evangeline erkennen, dass der Handel mit einem Unsterblichen ein gefährliches Spiel sein kann und dass der Prinz der Herzen mehr von ihr will, als sie zu versprechen bereit war. Jax hat Pläne für Evangeline, die entweder das größte Happy End aller Zeiten nach sich ziehen oder die vorzüglichste Tragödie. Und last but not least, das letzte Buch, das diesen Monat hier einziehen durfte, ist von Heather G. Harris, Glimmer, Tod einer Nymphe. Ich habe das Ganze beim Bloggerportal angefragt, weil ich schon sehr, sehr viel positive Stimmen aus der Buchbubble darüber gehört habe, aber ja, mir ein eigenes Bild machen wollte. Jetzt ist es hier und ich gehe davon aus, dass ich es nachdem ich Godkiller beendet habe, auch direkt starten werde, weil ich ja echt ungern 2 Fantasy-Bücher parallel lese. Wobei ich mir irgendwie vorstellen kann, da es hier auch um einen Nordfall geht, dass es so ein Mix aus, oder dass es so ein Fantasy-lastiger Thriller eher ist. Oder ein Thriller mit, ja, Fantasy-Elementen. Ich kann es noch nicht so ganz sagen, in welches Genre ich es einsortieren würde. Das kann ich euch dann nach dem Lesen sagen. Tote Nymphen und heiße Drachen. Eine Baumnymphe wird auf offener Straße ausgeraubt und ermordet. Klar, dass Jinx, die Privatdetektivin, mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten sofort zu ermitteln beginnt. Dabei stößt sie auf einen magischen Drogenhändlerring und plötzlich sieht sich Jinx Schwerkriminellen mit übernatürlichen Superkräften gegenüber. Unterstützung bekommt sie von dem charismatischen Drachenkönig Emery. Doch der ist nicht nur verboten, gut aussehen, sondern auch brandgefährlich. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Monat Februar bei mir eingezogen sind. Es waren jetzt gar nicht mal so viele, aber der Monat ist ja auch ein Müh kürzer als andere Monate. Ja, aber ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher kennt, eins davon vielleicht auch schon bestellt, gelesen oder vielleicht sogar auch schon rezensiert Ich bin ja immer gespannt, wie ihr solche Bücher bewertet. Wenn ich sie dann auch gelesen habe, lese ich mir super gern andere Rezensionen durch und guck mal, auf was andere Menschen Wert gelegt haben. Ich packe euch wie immer die Bücher natürlich in die Infobox. Da gibt es den Affiliate-Link zu Thalia und Amazon. Das heißt, wenn ihr euch eins der Bücher näher anschauen wollt, dann macht das einfach über den Link. Da müsst ihr nicht ewig suchen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch auch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!